Hey, Stoisch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Es geht wieder. Es geht einigermaßen wieder. Weil, ja, wir reden nicht mehr über Satzenia. Habe ich jetzt beschlossen. Satzenia ist ein Trashmon. Dass fucking James damit immer rumgelaufen ist, ist mir jetzt irgendwo ein Rätsel. Mein Gott, Gobble hat irgendwie nur Attacken, wo richtig low AP haben. Generell hier Gobble hinzusticken, ist war sowieso eine dumme Idee von mir. Warte mal. Ach, Zunder. Zunder kann das. Das Ding ist Level 17. Also, das Ding ist schlappe Level 17. Also eigentlich nichts, was man nennen müsste. Da beißt man einmal drauf und dann ist Ende. Hat der nur... Achso, ein Smogon. Ich wollte gerade sagen, hat der nur sowas bei sich? Eben, ich will nicht wissen, was James immer da mit seinem... Hat mich das Ding vergiftet? Oh, come on, not again. Und ich habe keine Gegengifte mehr. Ich habe vergessen, Gegengifte einzukaufen. Fuck. Ach, fuck. Das habe ich mir ja schön eingebrockt. Brr. Beide so. Ey! Ey! Das sieht echt doof aus irgendwie. Beide die Arme so hoch. Als ob sie sich einfach nur lange nicht gesehen haben. So, ey! Oh, Mann. Oh, Satzenia, nee. Satzenia kann sich wirklich sonst wohin ficken. Und Radikal. Ja, Radikal. Könnte jetzt nochmal gefährlich werden. Oder? Oder? Eieiei. So, kein Gegengift mehr und ich habe keinen Bock zurückzugehen. Sorry, Zunder, da wirst du jetzt leider mit tanken müssen. Das wirst du jetzt leider ertragen müssen. Ich meine, wenn du einmal stirbst, gebe ich dir einen Beleber und dann bist du wieder da. Von daher... Nani? Ich setze ihn ja kleine gute Sache. Rage. Oh, Dude. Mein Dude. Danke für deine Bits auf jeden Fall. Bam, 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 bam. Oh, passt das mit Gobble? Ach, der kriegt das schon. Saug es aus! Saug mach Holo leer! So, und einmal Hieb. Rankenbash! So, also ein bisschen muss Gobble ja mal langsam hinterherkommen. So langsam, aber sicher. Wow. Okay. Leer gesaugt, das Ding. Ei, Karamba. Leer gesaugt. TM10. Was ist TM10? Risikotackle. Oh! Jeder kann das. Okay, das will gut überlegt sein. Risikotackle ist, Risiko. Und ein Tackle. Also es war ein sehr risikohafter Tackle. Oh mein Gott, ist diese Drehmomentum langsam. Oh. Oh yes. I know who gets this. Nicht Gobble. Zunder. Zunder gets it. Nee, warte. Gift. I'm dying. Genau, den oberen. Den hier.
Ey, mein Dude! Nee, der mit den 10.000 Bits, das war hier. Das war Chris. Der Suchti. Ja, sauch die Ratte aus. Mach die Ratte leer. Und da ist die Ratte leer. Noch mehr saugen. Brrr. Warum hat hier jeder ein fucking Radikal? Ich jetzt ein Kampf-Pokémon dabei, ne? I would Karate-Chop every one of you. Kriegt jeder von euch einen Chop in die Fresse. So, Gobble. Endlich kommst du nach. Traumato, ja, da wechseln wir mal lieber. Überlassen wir das, Sui. Oh, Pokémon-Rufe, ne? Ich glaube, der schlimmste Pokémon-Ruf, den es gibt, ist immer noch von Surprise. Dieses... genau das irgendwie. Das ist total merkwürdig. Gagagaga. Oh, wach auf, Sui. Gut. Zonk. Killer, der Queen, der Queen geht's gut. Die Queen ist so mein Ass im Ärmel für alles Mögliche. Ey, Buchstabensalat. Shit, wo bin ich denn jetzt hier? KP Plus. Ah, wieder was für die Queen. Die braucht unbedingt noch mehr KP. Hat ja nur 105. Ey, mein Dude. Löffel öffner niemals geben. Well. Gut, dann prügel ich ihn halt aus dir raus. So habe ich ja kein Problem damit, ne? Manchmal ist halt Gewalt die einzige Sprache, die man sprechen muss in solchen Momenten. Ach ja. Gift. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Spoiler. Die Queen wird dafür sorgen, dass du mir den Liftöffner gibst. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Queen ist milde überpowered. So generell. Nur ein bisschen. Oh nein. Oh. Mist, ich hab den Lüftöffner verloren. Bist ein Tölpel, das bist du. Ein absoluter Tölpel. Du kannst nicht weit reiten. Gut. Warte mal, was ist das? Mega-Hieb. Hat irgendwer da von euch Verwendung für? Sui Katschupi. Warum kann Katschupi Mega-Hieb? Wirbelwind. Ganz ehrlich, trash das. Wer braucht Wirbelwind? TM2. Jetzt haben wir 1 und 2. Klingsturm. Die Attacke klingt super badass, nur irgendwie ist sie es leider überhaupt nicht. Wobei, ich sag mal so, cooler als Furienschlag, allemal. Ich bring sie mal bei. Auch wenn es eine Charge-Attacke ist. Aber ist immer noch cooler als Furienschlag. Jetzt habe ich hier mein etwas, was cool klingt, you know. Mein Gott, Zunder, wie lang... Okay. Zunder hält länger durch, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, Zunder wäre jetzt schon längst tot. Aber Zunder lebt noch. Zunder hält tapfer durch. Und krepiert gleich erst. Ne, da war ich ja schon. So, mit dem Dude haben wir schon geredet. Ich bin einfach froh, dass es hier keine Random Encounter gibt. Das wäre um einiges nerviger. Hier noch Random Encounters? Oh Gott, nein.
Oh Gott, nö. So, erstmal das hier. Ja, geil, ein Mondstein, der jetzt mein Inventar blockiert. Warte mal, was wollte ich nochmal? AP Plus. Ich mach das mal so. Megasauger ist ja ganz gut eigentlich. Oder... Nee, das war schon gleich mal doof. Nugget! Nugget! Chicken McNugget! Okay, sorry. Jedes Mal, wenn ich Nugget höre, habe ich das Bedürfnis, das zu sagen. So. Was haben wir denn hier noch, was wir für... Geowurf. Kann einer mal mit Geowurf was anfangen? Katschuppi, ich stell mir mal zu witzig vor, wie Katschuppi versucht, jemanden zu suplexen. Erholung. Ha. VM. Teleport. Ich wollte Zunder... Ja, ich wollte Zunder wiederbeleben. Ja, da war ja was. You shall live. Da, du lebst wieder. He's cat now. Risikotackle. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube... Ne, auf Pate wäre doof gerade. Jetzt gerade zumindest. Ich bring's mal Zunder bei. Weil, seien wir ehrlich, Zunder hat einen guten Angriffswert. Aktuell zumindest. Er hat den Slot frei, also warum nicht eine Attacke lernen, die dann wehtut? Geil, noch ein TM. Woher weiß das Spiel, dass ich kurz an TMs bin? Hornbohrer! Oh. 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 Halleluja. Sollen wir Pokémon wirklich auf die brutalste Art und Weise umbringen, die wir besitzen? Mit fucking Hornbohrer. Oh yes, please. Fuck Aquaknarre. Hornbohrer, oh yeah. Oh, wir lackieren die Straßen rot. Trefferquote von 30% nur, aber One-Hit-KO. Oh, wir malen die Straßen rot. Ein Supertrank. Oh, guck mal, den kann ich sogar tatsächlich mit mir rumschleppen. Oh, fuck. Okay, so. Back in business. Ist immer ganz praktisch, weil man einfach Zeit und Raum manchmal so ein bisschen kontrollieren kann für solche Aktionen. Ja, Hornbohrer ist... Oh, Hornbohrer ist something. Sagen wir mal, Hornbohrer ist eine riesige Sauerei. Was ist überhaupt hier? Hi? Euren Stuff? Bah! Noch so ein Ding. Noch so eine Rede. Suck. Be gone, Thought. Radikal. Komm. Komm. Ich hab ja was gegen Radikals, also an sich, ne? Ah, shit. Oh, Rutenschlag. Du denkst, du kannst mir entkommen. Aufgespießt. Aufgespießt am Spieß. Hornbohrer ist was Tolles. Oh, shit.
Oh, okay, gut. Zunder hält das aus, obwohl er nicht so viel Verteidigung hat an sich. Und noch ein Ratzfratz. Aber da heilen wir jetzt lieber einmal. Stimmt, ich habe keine Supertränke mehr gehabt. Die habe ich ja alle verschwendet. Da war ja was. Da war ja so eine gewisse Wickelaktion. Da war ich ja in etwas verwickelt. Wappa! Yo. Das tat weh. Vor allem, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich hier die Musik fast schon genauso creepy irgendwo. Als die Lavandier-Musik. Und die Rocket-Leute, die Sprites so, die sehen ja schon fast richtig adorable aus immer, ne? Hi! Was machen wir denn da mal? Ach, die Queen. Die Queen erledigt sowas. Ich bin ja nur 10 Level höher. Vielleicht hätte ich das hier mal vorher machen sollen. Vielleicht hätte ich einfach hier reingehen sollen, bevor ich mich in die Arena getraut habe. Bevor ich meinen Arsch in die Arena schiebe. Das war hier die rote. Also von daher ist es immer gar nicht alles so weit weg, wie man eigentlich denkt. Und ich bin ja mal gespannt, was Smor für einen Glitch kriegt, wenn er hier... wenn ich den Missingno-Glitch mache. Ich hab's vor, wieder zu machen. Aber erst nachdem das LP quasi vorbei ist. So, komm. Ah, Katschupi. Mene. Ich bin ja immer noch dazu verleitet, Katschupi Geowurf beizubringen. Einfach. Ich stelle mir gerade vor, wie Pikachu so einen Smogon greift und suplext. Der Gedanke allein ist für mich Gold. Einfach so ein Suplex, so ein suplexendes Pikachu. Ich würde es irgendwie feiern. So, let's go. Wähle ein Stockwerk. Hier? Ich glaube. That's not right. Gehen wir mal ganz nach unten. Bim, bim. Na, meine Dudes. Bei euch alles tutti. Wisst ihr was? Einfach weil ich schon wieder voll bin. Ja, Geowurf. Fuck this. So. Pikachu kann jetzt ruckzuck-heap. Was ist euer Argument? Eisen. Hierbei könnte es sich um Eisen handeln. Gib's mal der Queen. Weil die Queen ist noch nicht mächtig genug. Ich hau einfach alles in die Queen rein. Es wird schon funktionieren. Boah, du blöder Mobile, den ich gemacht habe. Ey, ich wollte einfach nur durch. Ich wollte einfach nur durch. Ihr habt euch wie die letzten Bitches genommen und hier herumgenervt. Sandan. Oh, Sandan ist so cute. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Sandan hat irgendwie mehr Arbeit fürs Detail bekommen, was sein Sprite angeht, als jedes andere Pokémon. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, mein Freund. Oh nein! Okay, fuck. This is what I get. Ach, schade. Na gut. Gut, bring ich dich halt so um. Versuch war's wert. Ich weiß, es ist eine sehr geringe Trefferquote, aber... bei dem Vieh kann ich nicht anders. Oh shit, Sandama.
Ah, ich vertraue mal Gobble. Alter, das Ding sieht auch super cool aus. Sieht zwar ein bisschen aus wie so ein Gegner aus Yoshi's Island, jetzt wo ich mal so drüber nachdenke, aber Sandama ist super cool. Vor allem der englische Name, Sandslash. Hornbohrer mit AP Plus zu stopfen, oh ja, warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Dazu noch X-Treffer und dann ist Gesundheit. Bist du nicht die Schönheit der jungen Seite der Ma... Wirklich? Ey, Nintendo Cloud von Disney, ja, das hat ja wohl nicht gedacht. Und Star Wars equals Disney. Und damals nicht, aber gut. Ist ja auch nicht wichtig. Der Pate. Oh, leck mich doch mit deinem Scheiß. Leck mich doch. Mit deinem scheiß Wickelkack. Oh ja. Versucht Rasierblatt zu erlernen. Ja doch, Rasierblatt ist sogar tatsächlich besser als Rankenhieb, soweit ich weiß. Rasierblatt! Was dann? Ja, das kann der Pater auch noch machen. Schwertanz? Wieso stelle ich mir gerade vor, wie... Okay, das ist riskant. Aber ich will es mal machen, einfach nur um zu sehen, wie es aussieht. Okay, es wird nicht treffen, fuck. Oder doch? Es ist ein ganz normaler Slash, okay. Langsam frage ich mich, was der Pate genau ist. Wow, ein großer Sprite. Ich meine, es kann Schwertanz, es kann Zerschneider und Klingensturm. Wieso stelle ich mir jetzt mittlerweile mein Porenta wie so ein Schwertmeister vor? Wie so einen absoluten Schwertmeister Zorro-Style, nur dass er irgendwie 6 Schwerter hat oder sowas. Because he's a bird und sowas. So stelle ich mir gerade den Paten vor. So ein absoluter Klingenmeister. Hey, mein Dude. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Oh, du willst tatsächlich mit mir anlegen. Okay, gut. Okay, fighten wir. Fighten wir. Come on. Giovanni. The Trash Man. Das ist eine lange Animation. Aber hat, glaube ich, eine höhere Crit-Chance, wenn ich mich nicht ganz entsinne. Und da es Gobble ist, Rihorn, auch wie süß. Kannst es ja versuchen. Oder wie es damals im Stream hieß, Ständer. Oder wie es heute in Skyrim heißt, Ständar. Weil niemand gedacht hat, dass der Name dumm klingt oder so. Kangama. Ach nee, wie knuffig. Ey, das Ding sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Kangama ist irgendwo echt merkwürdig. Rasen wir hier. Sollst nicht so viel rasen, hier ist 30 Zone. Verbarm. Ich merke jetzt, das Ding ist Level 39. 29, meine ich. Still doof. Und tschüss. Perf. Dead. So viele Volltreffer. Nein, er hat kläglich versagt. Oh, shit. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würde ich deine Ziele und Pläne nie verstehen. Immer lade dich noch auf dem ganzen Ziel. Aber werden wir uns wiedersehen. Flashbomb. Yay, Geistermobben. Geistermobben. Ihr guckt einfach weg, ja? Ich möchte nicht, dass ihr Schandflecke mich anguckt. Widerliche Kreaturen. Was willst du denn jetzt noch? Ich hab grad deinen Boss zerledert. Was gibt dir die Idee, dass du irgendeine Chance hast?
Was gibt dir auch nur den leisesten Anhauch, dass du tatsächlich irgendwo den Hauch einer Chance hast? What makes you think that? Suplex! Suplex, die Pfütze! Einfach weil du es kannst, Kachupi. Lass dir von niemandem sagen, was du nicht kannst. Wenn alle sagen, du kannst nicht suplexen, dann sag du, aber ich kann. Und dann suplexst du. Dann bringst du diese Leute nach Suplex City und dann ist Ende. Mein Gott, hab ich ein merkwürdiges Team. Auf nach Suplex City mit dir. Bosh! Oh boy. Ich habe mit meinen Ideen viel zu viel Spaß. Das ist schon nicht mehr gesund. Was passiert? Geh mir aus den Augen, Amateur. Ja Mensch, das war doch schön. Aber ein paar Leute vermöbelt. Das gehört jetzt hier, ihr seid hier frei, by the way. Ihr könnt jetzt machen und tun, was ihr wollt. Ist mir scheißegal. Jetzt hole ich mir erstmal Flug. Dann habe ich jetzt ein Problem allerdings. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hole mir Flug wirklich nur, wenn ich wirklich fliegen muss. Also ich bringe es jetzt niemandem bei. Weil die meisten Wege können wir auch so gehen. Seien wir mal ganz ehrlich. Seien wir mal ganz ehrlich zueinander. Und das Evoli lassen wir mal bei sich zu Haus. Denn ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, um ehrlich zu sein. Weil ich will Pate nicht auch noch Fliegen beibringen. Er muss jetzt schon das Zerschneideropfer spielen, leider. Da bin ich ja reingekommen, solide Leistung. Wirklich, Dude? Wirklich? Oh, mein geheimen Unterschlupf gefunden. Erzähl niemand, bekommst du etwas von mir? Kein Platz mehr. Och, ja, ganz vergessen. Scheiße. Was war das nochmal? Teleport. Seien wir ehrlich, wozu brauchen wir jemals Teleport? Gib mir Fliegen. Gleichzeitig hier am RPG für Matze arbeiten. Oh, nice. Nicer Stuff. Kannst ja Gronkh einbauen. Das hast du aus irgendeinem Grund. Nee, ohne Spaß. Nee, nix gegen Matze. Ist ein nicer Dude. Aber ich hab mir letztens auch mal seine Dings angeguckt. Seine, sag schnell. Das vom RPG Maker. Oh, wie hieß das letzte, was er gemacht hat? Ich hab's gerade vergessen. Es war aber ziemlich gut. Ich fand's zumindest gut. Warte mal. Markt. Verkaufen. Zeug. Turbo. Ich köpfe deine Pokémon. Ach ja, du verkaufst ja nichts. Außerdem brauche ich Tafelwasser. Habe ich ganz vergessen. Kann ich mir behilflich sein? Nee, ich habe nicht mal eine Ahnung, was die TMs tun. Also, ja. Was brauchen wir denn gar nicht? Das Nugget können wir verkaufen. Nein, nicht mein Fahrrad! Was waren nochmal die guten TMs? Ah, okay, das ist schon mal die Abteilung hier. Mal die Vorräte nochmal ein bisschen aufstocken. Supertränke habe ich so gut wie keine mehr. Ich glaube, ich habe gar keine mehr, um genau zu sein. Und wir nehmen mal ein paar Schutz mit. Du kannst nicht noch mehr tragen. Das ist ja wunderbar. Ah, fuck it. Na, 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 ba, na, 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 ba, na. Gib mir mal ein paar davon. Ohne Scheiße, ich habe echt vergessen, welche TM jetzt was war.
Das war Dönerwelle. Ich muss mal Zeug ablegen. Erstmal Sekunde. Das muss jetzt mal sein. Ich bin schon wieder... Ich habe einen Liftöffner für einen Lift, den ich gar nicht mehr brauche. Ich habe einen Mondstein für einen Berg, den ich gar nicht brauche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh boy. Ich glaube, ich sollte doch mal die Box wechseln, nur um ganz sicher zu sein. Bip, bip. Ablegen. So, wir brauchen... VM1 brauchen wir gerade nicht. VM5 brauchen wir auch gerade nicht. Können wir so auch ablegen. Den Münzkorb brauchen wir gerade nicht. Nicht mein Fahrrad. Ich will das doch immer gar nicht. Ich will doch nur Zeug schnell ablegen. TM32 ist Doppelteam. Doppelteam wäre schon gar nicht mal schlecht. Na, wobei Doppelteam ist jetzt... Ja, und das Silphscope brauche ich ja gleich. Aber bei den anderen weiß ich ja auch nicht mehr, was die bringen. Aber ich glaube, die waren nicht so dolle. Ach, wisst ihr was? Wir haben das Geld. Komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Let's give it a shot. Einmal in den Markt. Und gucken, was es da so gibt. Wir müssen sowieso nochmal in den Markt wegen hier Tafelwasser. Von daher. Also. Achso, 32 Doppelteam. Das heißt, wir wissen gar nicht, was die hier jetzt sind. Ach komm. What could possibly go wrong? Einmal alle. Ich kann sie mir verkaufen zur Not. TM1 ist mega hip, das weiß ich ja. Warum auch immer... Was? Habe ich jetzt schon kein Geld mehr? Bin ich jetzt schon wieder pleite? Überroller. Wer von euch kann dann... Pikachu kann Überroller. Warum kann Pikachu Überroller? Ich meine, Sui... Okay. Bist ein großer Stein. Ich gebe dir das sogar mal, weil Härtner ist eine Sache... Leute überrollen ist eine andere. Vom Überroller überrollt. Oh nein. Nicht diese fucking... Nee. Nicht Handsome Jack, der Pokémon-Kommentator. Bodycheck. Ach super, das ist auch irgendwo. Natürlich kann's jeder. Es braucht nur keiner. Du hast Risikotackle, Kachupi. Ja, wenn ich mal irgendwann das Bedürfnis habe, einen Kachupi nach jemandem zu schmeißen. Definitiv. Definitiv eine gute Idee. Na gut. Holen wir noch das Tafelwasser und dann... sehen wir zu. Ein Automat zur Auswahl. Boah, eine Flasche Tafelwasser liegt im Schacht. Du glaubst doch nicht, meine Trainerin. So Kinder, ich werde ganz verrückt. Ja. War hier nicht ein Aufzug? Kannst du auch noch... Wow, mega so... Ey, ganz ehrlich, Pokémon Stadium, ne? Ist an sich oft Bullshit. Aber für damalige Verhältnisse, es war halt das, was wir hatten, ne? Man hatte halt damals nicht so viel, von daher... Ja... Bodycheck, ich schmeiß irgendwann einfach ein Pikachu nach jemandem, aber das... So, jetzt wo wir Tafelwasser haben, können wir ja schon mal ein bisschen weiter. Die Folge habe ich jetzt sowieso schon mittlerweile mega überzogen, aber das ist mir jetzt scheißegal. Das mache ich dann im Nachhinein. Ich kann sowieso nicht mehr so lange... Ey, war verdurstender! Das Getränk ist für mich, vielen Dank! Danke, dass du davon einfach rausgegangen bist. Rülps, Entschuldigung. Wenn du nach Safronia City möchtest, darf so passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Wie? Wie willst du denen was abgeben? Du bist in deiner Basis da. Nur mal so. Du bist da in deiner Basis. Du kannst nichts abgeben. Ah ja. Wir könnten jetzt. Ich weiß nur nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich versuch's mal.
Hey, hey, ob er funktioniert, Zustand, Kaffee, Dojo verboten. Haja! Ba, ba, da, ba, 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 da, ba. 31. Ui. Ui. Könnte schwierig werden. X-Angriff. Ja, das könnte. Die sind jetzt noch über mir. Boah, ducken! Aua. Und das war ein gebuffter Schnabel noch mit Schwerttanz. Versucht Agilität zu erlernen. Ich sag euch, Pate ist so ein absoluter Mega-Schwertkämpfer. Na, das Problem ist, es bringt nichts. Nicht erlernen, ja. Agilität schön und gut, aber ich glaube, das bringt uns nichts. Yes! Feuerschaden 37, viel Spaß. Ja gut, ich gehe dann wieder. Ach du Scheiße, ein explodiertes Sofakissen. Ja, 37 ist dann doch noch ein bisschen hoch. Ich glaube, wir gehen wieder. Sofern wir das hier überleben. Okay, das sollten wir überleben. Alter, es sieht echt aus wie ein geplatztes Sofakissen. Mit Arm. Und den wütend. Allerdings ist das jetzt auch mal so ein gratis Level-Up gewesen. Oh, ich muss auf Klo. Okay, gut. Ich gehe wieder. Tschüss. Bye, bye. Ich gehe dann mal. Okay. Machen wir das, was wir eigentlich vorhatten. Geister bekämpfen. Und uns eventuell Nebulak snacken. Und es Kizuna taufen. Weil sie Kizuna, weil sie Nebulak einfach mag. Das wird, glaube ich, das einzige Pokémon, was ich tatsächlich nach Leuten aus der Konfi benennen würde. Das und warum ich keine Ahnung habe, wie ich einen Nebulak sonst nennen würde. Ach da, das, ach das Kind, ja. Das Kind, the child. It's the child. So, Pokémon sind wieder topfit. Aber das war's denn für heute. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis nächstes Mal.